Wir sind auf dem Weg nach Neumukran. Unser Ziel ist ein beeindruckendes Naturdenkmal, die in Europa einmaligen Feuersteinfelder. Gleich sind wir da. Der Besuch dieser landschaftlichen Kostbarkeit ist ein Muss für jeden Rügenbesucher. Das Areal umfasst etwa 40 Hektar und zieht sich in einer Länge von 2 Kilometern mit einer Breite von 200 Metern hin. Die Fläche ist mit einer spärlichen, aber bemerkenswerten Vegetation umgeben. Einzelne Baumgruppen, Wacholder, Heidekraut, Schlehdorn und Blaubeeren sowie Gräser und Moose sind von einem Kiefernbestand umgeben. Was für ein Anblick! Als hätte jemand das gesamte Geröll vom Strand in den Wald gekippt. Steine, überall Steine. Dazwischen ragen vereinzelt ein paar Büsche heraus und es sprießt Heidekraut hervor. Feuerstein ist es, der sich hier zwischen Prora und Mukran vor 3500 bis 4000 Jahren durch heftige Sturmfluten in Massen aufwerfen ließ und heute auf einer Fläche von etwa 400 Hektar diese bizarren Felder formt. Eine geologische Besonderheit, die man unbedingt sehen muss, wenn man die Insel Rügen besucht. Bei jedem Schritt verschiebt sich der Grund, Steine drücken durch die Sohle. Mühsam gestaltet sich das Gehen auf der einen Meter dicken Schicht aus Geröll. Am besten hockt man sich hin, betrachtet die verschiedenen Formen und entwickelt etwas Ehrfurcht vor dem Alter dieser Steine. Ungefähr 60 Millionen Jahre sollen die Feuersteine alt sein. Sie waren die ersten Werkzeuge des Menschen, das erste Besteck, das erste Feuerzeug, wenn man so will. Ein Stein mit einem natürlich entstandenen durchgehenden Loch wird als Hühnergott bezeichnet. Steine dieser Art sind meist Feuersteinknollen mit herausgewitterten Kreideeinlagerungen. Der echte Hühnergott hat ein Loch von etwa 5 bis 8 mm Durchmesser. Er ist ein Überbleibsel eines einst eingelagerten fossilen Seelilienstängels. Hühnergötter sind unter Urlaubern als vermeintliche Glücksbringer ein beliebtes Souvenir. Sie gelten als Glückssteine und sollen Unheil vertreiben oder auch die Legefreudigkeit von Hennen steigern. Daher erhielten sie auch den Namen und wurden den Hühnern früher in den Stall gelegt.